sorry, William. Okay. Es tut mir so leid. Oh, ich drehe die falschen, Entschuldigung. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max.
don't think I can ever tell Chloe about what happened. Oh Gott. Willkommen zurück im Leben. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Machen wir. Getting lost in all this shit. Haben wir hier sonst irgendwas Neues? There's Chloe's cash stash. Sorry, Principal Wells. Er hat's verdient, ganz ehrlich. Ich bereue es nicht. Yes, Chloe Price was here. Vielleicht solltest du deinen Konsum mal etwas einstellen. Okay, schauen wir uns einmal ganz kurz an, was wir noch alles fotografieren können. Wow! Ich meine, wir spielen ja jetzt schon eine Stunde. Und wir haben noch so viele Fotos, die wir machen können. Okay, da muss ich dringend drauf achten. Oh, Fußspuren. Und der Wal. Die Wale sind trotzdem gestrandet. Gott, ey. Okay, what else? Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. CSI Arcadia Bay. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Aber ich denke mal, dass es dabei Sherlock Holmes etwas ordentlicher zuging. Damn, this is a serious expose on the Prescotts. Finally. Das gefällt mir. The Great Northwest. Penn Estates der Prescotts, Fluch oder Segen von Craig Kennedy. Der Name Prescott mag nicht viel für sie oder alle anderen außerhalb eines kleinen Küstenortes Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay. Eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwall Academy und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränktem Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwall Academy angelegt werden soll. Tief im Wald? Interessant. Der beste Ort, wo man Leichen verschwinden lassen könnte. Oder Mädchen, die schon seit mehreren Monaten verschwunden sind. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Tja, wunderbar. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Welcome back to the real world, Max. Ja, das hatten wir ja schon. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Vielleicht solltest du das wirklich nicht tun. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Naja, theoretisch ist Chloe auch schon zweimal gestorben. I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Miss Price, hier Wachtmeister Anderson Barry. Wir haben Ihre Kontaktdaten hier in unseren Akten und bitten Sie, zur Beantwortung einiger Fragen am Montagmorgen um ca. 8 Uhr im Revier zu erscheinen. Dies betrifft Informationen zu einem Einbruch in der Blackwall Academy, der vor kurzem stattfand und der Tatsache, dass Ihr Wagen zur ungefähr gleichen Zeit auf dem Parkplatz identifiziert wurde. Wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit aufzuklären, Wachtmeister Barry. Wundervoll. Nicht. Okay. Noch irgendwas? Bevor wir uns Schneekugel. That snow dough always makes me think of William and Chloe. Okay. Heißt, sie hat die Schneekugel mittlerweile runtergeholt. Okay.
das ist wie gehabt. Gucken wir uns doch mal die Indizien an. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Okay, los geht's. I can't be... Oh, Entschuldigung. Rein theoretisch haben wir eine Ehe zerstört, aber es waren ja nur die Beweise, die wir gesammelt haben und es war die Wahrheit. Oh oh. Hi. Oh. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Irgendwie tut er mir leid. Warum tut er mir leid? Ups, da fällt mir schon gleich der Stift runter. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Wir haben eine Nachricht von Warren. Und Dustin? Wieso denn da? Oh Gott, wir haben ganz viele neue Nachrichten. Was? Okay, mal sehen. Jo Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet, ich sei aus dem Spiel. Sie klingt heiß. Also verstehe ich's. Chloe hat die ernsthaft getextet? Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Wenigstens lässt du noch mit mir den Affen raus. Außer du willst mit Chloe abhängen. Oder wir gehen alle zusammen. Euch beide gleichzeitig vertrag ich nicht. Cool. Muss los, bis dann. Okay. Papa hat uns geschrieben. Hey Liebling, ich habe gerade eine komische Nachricht bekommen, dass meine neugierige Tochter besser aufhört, andere zu beobachten und auf sich selbst aufpassen sollte. Ist das ein Streich von Schülern? Das kam von einer blockierten Nummer. Oh, das tut mir leid. So ein Idiot aus meiner Klasse fand das lustig. Ist es nicht. Ich mag es nicht, wenn Fremde meine Nummer haben, okay? Ich auch nicht. Entschuldige. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei. Ich rufe euch später an. Liebe dich. Krass, das heißt, er geht sogar auf unsere Eltern? Geht's noch? Eine Nachricht von Courtney. Was zur Hölle? Warum haben wir hier plötzlich so viele... Wenn du zur Party kommst, würde ich dich gerne aufstylen, wenn du willst. Wow. Wenn ich gehen sollte, wäre eine Überarbeitung à la Taylor-Klasse. Bis bald. Oha. Taylor ist nett zu uns. Haben wir noch eine Nachricht von unserer Mutter? Ja, ich habe sogar meine Pflanze Lisa getötet. Oh, tut mir leid, Liebling. Hol dir eine neue. Eine Pflanze war schon stressig genug. Zurück an die Bücher, bis bald. Ja, mein berüchtigter brauner Daumen. Das haben wir hier in der Wohnung leider auch. Mama.
Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich, versprochen. Max, wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst mich diese Woche noch besuchen. Ich möchte über etwas Wichtiges reden. Natürlich besuche ich dich. Nichts wird mich aufhalten. Ich vermisse dich. Und mein Kaninchen. Wir vermissen dich. Dein Kaninchen vermisst dich auch. Yay, du bist so eine tolle Freundin. Ich danke dir von Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Heißt, wir werden auf jeden Fall auch noch Kate im Krankenhaus besuchen und das ist wirklich, wirklich toll. Da freue ich mich schon sehr drauf. Justin! Was? Sorry, mein Handy war in meiner Tasche. Hey Justin, bist du beschäftigt? Maxi Max, ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was los? Kennst du Frank Bowers? Drogen. Das ist alles? Fragt Nathan. Er kennt ihn, glaube ich. Okay, mach ich. Danke, Justin. Wofür? Kiff weiter. Alles gut. Und Juliet. Hey, Juliet, hast du viel zu tun? Keine Zeit, viel zu tun. Du schreibst mir nie. Was ist los? Außer allem? Ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typen namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst den am Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versiffter Junkie. Mehr nicht. Warum? Ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald, danke. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor der Du kannst keine Geheimnisse vor der Star-Reporterin Juliet Watson verheimlichen. Hallo? Offensichtlich doch, wenn ich einfach nicht antworte. Courtney. Hey Süße, sag mir, wann du bei mir vorbeikommst, dann gebe ich dir Modetipps. Oh, danke Courtney. Ich ertrinke in Hausaufgaben, aber ich komme später vorbei. Danke nochmal für das Angebot. Gibt's da auch eine Szene? Wo haben wir jetzt hier weiter? Oh, wow. Hey Mann, ich bin mal wieder kacke. Tut mir leid, dass ich meine Wut an meiner besten Freundin ausgelassen habe. Chloe, ich versteh's. Du machst eine Menge durch, wie wir alle. Außerdem habe ich deine Mütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Okay, das ist deine Emoji-Gefängnis-Freikarte. Aber wir brauchen Kippen, Kaffee und Süßes für die Nachtschicht. Wir müssen den Detektivmodus für Rachel und Kate anschmeißen. Exzellent, mein lieber Watson. Ich werde scharf nachdenken. Kein Ding, ich habe meine Mütze. Ich komme vorbei und hol dich ab. Super, ich werde bereit sein. Das war kein Emoji. Ich liebe Chloe so sehr. Es tut mir so, so leid, dass wir ihr Sterbehilfe leisten mussten. Aber es geht einfach nicht anders. Okay, gut. Spielen wir weiter, Detektiv. Eine Notiz? Autsch. David, ich will dich hier nicht sehen, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Ich meine es ernst. Tut mir so leid. Es tut mir wirklich so, so leid. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities. How can I have a destiny? These alternate lives exist. I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Verständlich. Ich mag es sehr, ihre Gedanken zu sehen. To think this all started with my vision of a tornado. Eco-apocalypse now. The end is near. Wie recht die haben. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Hallo, Joyce musste es erfahren. Kann doch hier nicht überall Kameras installieren und das hat überhaupt keine Konsequenzen.
Looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Zumindest kommen wir jetzt an diese Schließfächer ran. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Das wird mich auch interessieren. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better, excuse me, just one picture, please. Oh. Machen wir. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Aber nicht, dass wir die Eier dann töten. Können wir sie wieder zurückbewegen? Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Ja, guck mal. So sollten sie doch weiterleben. Hoffe ich. Okay, genau. Die Apokalypsenvorräte sind immer noch hier. Wenn der Sturm kommt, verbarrikadieren wir uns einfach hier in der Garage von den Prices und dann wird das schon. I wonder if David is going to the party. David zu einer Vortex Club Party? Na gut, er ist Security-Mensch, vielleicht. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Sean Prescott. Alter, die stecken doch alle... Warum fehlt da eine Waffe? Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Das gefällt mir nicht. Vielleicht ist er gerade suizidgefährdet. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. Ah, wir haben die Zeit zumindest genutzt. Wir haben die Zeit genutzt und haben wirklich die ganze Zeit mit ihm geredet. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich um meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Okay. Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord. Du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... Oh Gott, er tut mir voll leid. Was haben wir getan? Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Okay, das machen wir. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Trotz unserer recht hitzigen Diskussion über die erfolgreiche Petition zur Verhinderung ihres Campus-Überwachungssystems bin ich weiterhin an ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Ich bin froh, dass wir unterschrieben haben. Jawohl. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Ich brauchte keine Überwachungskameras, um diese Aufregung kommen zu sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Mrs. Grant. At least he has one weird fan. Sehr geehrter Mr. Madsen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. An dieser Schule sind zu viele metrosexuelle, liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Schon wieder dieser amerikanische Fanatismus zum Militär. Wer für sein Vaterland gedient hat, ist ein großer Held. Gott. Ich fühlte mich im Wohnzimmer sicher, als Sie Sicherheitschef waren, und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehren bald wieder zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Von Anonym. Wish I had surveillance footage of that conversation. Aha, von David Madsen an Raymond Wells. Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Nicht vertrauenswürdig? Ich bin super vertrauenswürdig. Ein Krebsschwert in der Blackwell Academy und ohne mich wird es sich weiter ausbreiten.
Oh. Er weiß irgendwas. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Okay. Das macht ihn nicht wirklich vertrauenswürdiger. Ich weiß einfach nicht, was ich von David halten soll. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Das stimmt. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wow, wirklich? Davon hat er auch ein Foto gemacht? Was steht da irgendwas mit Pay-up? Score. Back to Chloe now. Ich würde aber, glaube ich, trotzdem hier zurückspulen. So. Perfekt. Denn so haben wir keine Spuren hinterlassen. Und ein guter Detektiv hinterlässt keine Spuren. Ich glaube, damit haben wir alles gesehen. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Chloe. Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing.